Wenn wir irgendwann mal denen klar machen, dass wir die Schnauze voll von Skyrim haben, dass sie bitte was anderes tun sollen, siehe da, dann wird natürlich plötzlich Elder Scrolls 6 veröffentlicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir würden es auch nicht anders machen. Wenn man mir, wenn ich irgendwas gemacht habe, was total toll ist, was richtig viel Erfolg hatte, nicht mal mehr monetär, einfach nur erfolgreich war. Und dann, keine Ahnung, habe ich die Möglichkeit, exakt dasselbe nochmal woanders zu veröffentlichen, exakt dasselbe dann nochmal mit einzusammeln. Würde ich doch genauso machen, ist doch klar. Ohne irgendeinen größeren Mehraufwand, ist doch logisch. Das ist der eigene Arsch dann schon immer noch der nächste. Aber eben drum müssen wir natürlich dann solchen Unternehmen klar machen. Stell dir vor, die veröffentlichen jetzt Skyrim 2, Alter. Ich glaube, dann das gibt den größten Shitstorm in der Geschichte ever. Ja, ich meine, gut, bei Half-Life 3, da, danke euch. Bei Half-Life 3, da haben wir gefordert und gefordert. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Wie kann man einen Developer dazu bringen, das Spiel zu veröffentlichen? Ich glaube, wenn der so stur ist wie Gabe, dann wird das schwierig. Die Skyrim Mobile Game. Hat das mal irgendwer gespielt? Dieses komische, irgendwie dieser Dungeon Crawler da? Das würde mich mal interessieren, wie das so war, aber ich hätte gerne, wahrscheinlich hätte ich gerne den Powerblock. Wenn ich mir das Level hier so angucke, wahrscheinlich bin ich aber vorher tot, so wie ich mich kenne. Tolles Level. Ich meine, ich gebe zu, ich hätte es schneller schaffen können, aber tolles Level. Checkpoint? Ja, ich meine, ich habe das mal auf einer irgendwie E3-Pressekonferenz oder so gesehen. Da haben die so ein Skyrim-Mobile-Ding tatsächlich vorgestellt. Also jetzt nicht einfach nur Skyrim-Mobile, aber was sehr, sehr ähnlich ist. Ja, toll. Nein. Unkontrolliertes Gespringe, immer eine gute Idee in Mario Maker 11, Freunde. Skyrim, der Film, wäre natürlich toll. Vielleicht würde ich den sogar gucken. Ganz ehrlich, ich habe Skyrim. Auf wie vielen Konsolen habe ich Skyrim? Auf der PS3 hatte ich es da. Auf der Xbox, auf der PS3, auf der PS4 und auf dem PC. Ich bin mitschuldig. Dazu stehe ich. Die meisten Kaufentscheidungen hatte ich sogar einen Grund. Shit. Moment, warum mache ich das überhaupt? Oder hat der einen Schlüssel? Hä? Kann ich nicht einfach gehen? Hätte ich einfach gehen können. Schön. Nein, Moment, stopp. Den hätten wir aber, den hätten wir doch gerne. Auch den nehmen wir. Also ich meine, das war irgendwie so ein Dungeon-Crawler-Ding, wo du im Grunde genommen dann nicht frei laufen konntest. Das war dann so ein bisschen im Prinzip wie die alten Ultima-Spiele, so ungefähr. Wie so ein uralter Dungeon-Crawler halt, nur mit besserer Grafik. Ich vergessen, als ich dann während der Ausbildung da saß, mein Kumpel dann sein Smartphone zuckte und gesagt hat, so, ich spiele jetzt in der Pause auf meinem Smartphone GTA 3. Werde ich nie vergessen. Als GTA damals erschien, war mein PC zu schlecht dafür. Mittlerweile läuft das auf Smartphones. Nö. Hashtag never forget. I cry every time. Ja, Smartphones sind. Das ist absolut wahnsinnig. Smartphones können, ist verrückt. Ja, mal gut, ist das Ende. Habe ich das richtig gesehen, dass es das Ende des Levels ist gerade? Ah. Und ich habe verloren. Wegen einem Glitch. GG, Mario Maker. GG. Gut sind immer natürlich die Leute, die dann sagen, ja, nein, ihr guckt ja alle immer nur noch auf eure Smartphones. Wir haben früher draußen gespielt. Ja, ist klar. Und die Leute, die das sagen, sind die ersten Leute, die sich früher ein Smartphone gekauft hätten. Wenn die damals die Möglichkeiten hätten, die hätten es genauso gemacht. Das garantiere ich. Die hätten es alle exakt genauso gemacht. Natürlich ist es ein Glitch.
das Ding ist hier in der Mitte davor, okay. Kapiert. Ja, bei Skyrim muss man sich vorher dann darüber bewusst sein, letztlich. Wenn man das wirklich anfängt und durchziehen will, also da bist du mit also wenn du nur 150 Stunden brauchst, bist du sehr, sehr schnell durchs Spiel gegangen. Ich rechne mal eher so mit 300. Das sollte man vorher wissen. Das Spiel nimmt verdammt viel Zeit an. Wenn man mit dem maximal mittelmäßigen Battlesystem klarkommt, ist das auch vollkommen wert. Aber das Spiel ist lang. Lang und groß und lang und groß. Ich kann jetzt einfach reingehen, ne? Habe ich das vorhin richtig verstanden? So. 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 Mhm. Sehr, sehr hart. Vor allem, boah, ich habe Skyrim nie auf schwer gespielt. Ich dachte mir immer, dadurch, dass das Spiel so lang ist, muss ich es nicht noch künstlich noch länger machen, indem ich es auf extrem spiele. Weil, ich mein, soweit ich weiß, der einzige Unterschied auf schwer ist doch die Tatsache, dass man selbst weniger Schaden macht, dafür aber mehr auf die Fresse bekommt. Irgendwie, keine Ahnung. Das heißt, die Kämpfe dauern im Prinzip einfach nur länger. Das war es mir nie wert, für mich persönlich. Okay. Ach, der braucht nur einen Hit. Das war's. Oder nicht? Hui! Hurra! Guck, wie gut wir sind. Mit den Burgzinnen läuft. Zu dem Ding mit dem Cooper, also mit der Schildkröte da gerade, das ist sehr wohl ein Glitch. Das ist im Grunde genommen, hast du eine relativ geringe Chance, dass Mario anstatt den Cooper, also anstatt den Panzer aufzuheben, einfach gegen die Wand tritt. Und wenn das kein Glitch ist, dann weiß ich auch nicht, was das sein soll. Also ja, das ist ein Glitch. Danke euch! Nintendo hat sich einfach nur nie die Mühe gemacht, das rauszupatchen. Warum auch immer, aber so ist es halt. Soweit ich weiß, auch nur in Mario Maker. In SMW ist mir das zumindest noch nie aufgefallen. Ich habe allerdings New Super oder so natürlich nie auf irgendeinem höheren Niveau gespielt. Okay, XD. Lass mich ran. Verrückt. Was denke ich jetzt hellseherische Fähigkeiten? Gut gemacht. Ich merke meine Schule trägt erste Früchte. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Aber. Mich dünkt, ich werde noch warten müssen. Ja, Level sieht okay aus für Leute, die sich eine Viertelstunde gerne hinstellen und warten, das stimmt, ja. Wolf Link's Adventure. Gogikizun. Kann ich. Ey, die Münzen sind. Die Münzen. Was ist das denn? Warten toll. Wuff, wuff. Läuft. Dankeschön. Guck, das war doch schwer. Das war doch schwierig. 5 Sterne. Wenn ich 5 Sterne geben könnte, dann würde ich natürlich mindestens 200 geben. So um den Dreh. So, Nian. Ausrufe zeigen. Ach du Kacke. Oh.
Ich prophezeie, dass das Level nichts anderes ist als das. Das ist meine Prophezeiung. Wie hieß das Level damals nochmal? One-Up Hivan? Wir sind zurück im One-Up Hivan. Ich hätte auch einfach da bleiben können. Ja, das wäre natürlich zu einfach gewesen. Für so Experten wie mich. Weißt du, ich brauche eine Herausforderung, das ist halt so langweilig. Boah, das ist ein Schwachsinn. Wahrscheinlich war ich auch noch kurz vorm Ende. Hat irgendwer mitgezählt? Nee. Ich hätte mal mitzählen sollen. Ja, hoch möglich. So langsam gestartet doch nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich instant tot bin. Aber scheinbar nicht, Mr. Nian. Mit dem generischsten Mii, den ich jemals gesehen habe. Hätte er jetzt ein Vollbart, wäre natürlich sehr viel weniger generisch. Lerne doch einfach aus meinen Kundgebungen, ja? Dafür sind diese doch da. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier nicht jedes Mal twirlen muss, oder? Hat da einfach jemand getestet, wie weit man damit theoretisch kommen kann und hat das dann das Level hochgeladen, oder? Okay. Das da. Schon viel besser. So ein bisschen wirkte es auf mich wie ein One-Screen-Puzzle. Jetzt dann nicht mehr. Das waren schöne Zeiten. Endlich das da. Wir haben es endlich geschafft. Wir hatten eine sehr, sehr hohe Japano-Quote heute. Fabrizio wäre stolz auf uns. Ich hasse dich. Geh weg. Arsch. Steht auch nur im Weg, der Typ. Ohne Scheiß. Fast wie... Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Doch. Okay. Guck mal, es war mal so einfach, wie es aussieht. Das ist ja verrückt. Wo kommen wir denn da hin? Ja, elegant wie eh und jedermann. Buring. Wow, oder? Auch gut. Hihihihihihihihi. Versteckter Block. Hihihihihihi. Da fällt bestimmt irgendwer drauf ein. Hihihihihihi. Ist das Walljump-Kram oder was? Warum würde ich das tun wollen? Das konnte ich jetzt natürlich riechen, du Sack. Ich hoffe, wieder irgendwer sagt, ist doch eigentlich ein gutes Level. Was hast du denn eigentlich? Ich höre es schon. Ich höre schon in meinem Anus. Das war jetzt auch wieder ohne Checkpoint, ne? Yep. Puh. Genau. Trotz. Jetzt mach das doch mal richtig. Du machst das doch nur alles falsch. Du machst es so absichtlich, oder? Komm, also du machst das so absichtlich. Was soll denn das? Die Stimme aus dem Anus. Was ist da eigentlich alles? Ich weiß gar nicht, was das alles ist.
Brauche ich das? Hat das irgendeine Bewandtnis für irgendwas oder irgendwen? Geh mal da hoch. Mach mal Moped hier. Komm, mach mal Moped. Dann machst du mal hier Moped und dann machst du mal so. Dann. Ich weiß auch noch nicht so ganz. Also. Okay. Das ist easy. Hätte zwar gerne den Helm da hinten noch gehabt, aber auf der anderen Seite. Moment, wo war das nochmal? Da, ne? Toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Hawk macht übrigens eine tolle Ostertorte, Gina, freu dich drauf. Optisch toll. Du freust dich da gefälligst nicht drauf. So. Ja? Weißt du, kannst auch nicht machen, was du willst hier. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, was passiert. Welchen Sinn hatte das? Das ist eine lustige KitKat-Ostertorte. Die sieht im Grunde genommen, sieht ja am Ende aus wie ein Osternest. Mit Gras. Also nicht Marihuana, sondern tatsächlich grünem Gras. Ostern halt. Und einem Hasen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich verstehe, was hier gerade passiert. Muss ich nicht nach oben. Und das war jetzt auch wieder ohne Checkpoint, ne? Nein. Schön. Hashtag 420, das müsste ich, das hätte ich eigentlich, ich bin ja doof. Das hätte ich eigentlich in den Stream-Titel packen müssen, weil ich bin ja cool und tight. Habe ich mir sagen lassen. Perfekt. Zumindest habe ich jetzt schöne Haare ab. Auch gut. Immerhin stimmt die Frise jetzt. Spencer Security System. Doch beides mit A geschrieben. Jetzt auch. Warum würde man das Ding da so timen? Snoop Dogg ist mittlerweile. Snoop Dogg ist auch einfach nur im Prinzip eine Karikatur von sich selbst. Der Mann ist großartig. Und er ist in der glücklichen Lage, das ernst meinen zu dürfen. Das muss ein fantastisches Leben sein, was der Mann führt. Er kann machen, was er will. Ist den ganzen Tag nur am Kiffen und die Leute finden das toll. Großartiger Kerl. Weißt du, ernsthaft, dass ich so eine Geduld habe? Ernsthaft? Er könnte theoretisch auch mal irgendein Element in sein Level einbauen, das nicht der größte Scheiß ist, den es auf diesem Planeten gibt. Wäre im Bereich des Möglichen. Ja, immerhin. Namen Jeremy. Danke euch. Na guck. Aber Kreuz, spiel das Level doch mal bitte nochmal zu Ende. Aber Kreuz, das wäre doch viel schöner. Ich habe halt 69 Leben, ja? Oder hatte vorhin mal. Komm, das muss reichen. Ich habe genug geleistet heute. Ach, nö. Warum denn Bounce-Level? Ach du Kacke. Was? Ich habe buchstäblich keine Ahnung, was du von mir willst.
Soll ich jetzt leicht auf die Wolke, oder was? Ich möchte das nie wieder machen, kann ich? Ich hatte letztens sogar Buchstabensuppe, das war toll. Als ich krank war, da habe ich Franken gesagt, ich brauche jetzt unbedingt eine Suppe. Dann ist Franken losgegangen und hat eine Buchstabensuppe gekauft. Und dann ging es mir natürlich sofort besser. Was ist das für ein Kack, ey? Oh, Alter. Ja, habe ich dann auch geschrieben. Hallo, ich bin Krutz. Dann habe ich es aufgegessen. Hypes von Hyper. Fucking Hyper. Ja, Buchstabensuppe ist fantastisch, ja. Franken hat dann aber danach noch gesagt, sie möchte auch eine Suppe haben, hat sich dann aber so eine komische Tomatensuppe geholt mit irgendwelchen komischen Monstern drin. Ich bin der brave kleine Panda von uns beiden. Ich mach Buchstaben und schreib Hallo, ich bin Grutz. Ja? Franken kauft sich Tomatensuppe mit komischen Monstern drin. Das kann man doch nicht einfach so machen. Ist doch gemein und fies. Sind die cool? Ich weiß es nicht. Ich habe damals gesagt, dass ich hatte von meiner Mandeloperation noch im Hinterkopf, dass ich damals keine Tomaten essen darf. Und weil Frauken dann, nachdem ich ja diese lustige, was auch immer das war, Virusinfektion hatte da, weswegen ich da eine Woche nicht sprechen konnte, vor ein paar Tagen, Wochen, habe ich dann gesagt, nimm mal besser keine Tomatensuppe zu dir. Ich weiß, dass ich damals, als ich die Mandeln rausbekommen hatte, das nicht essen durfte. Deswegen hat sie das bis heute immer noch nicht gegessen. Das Ding liegt bei uns im Schrank. Aber wir haben sie da und ich habe Angst vor den Monstern und alles ist raus. Dann kommt da irgendwas raus. Natürlich kommt da irgendwas raus. Wo kommt das denn jetzt her? Moment, wo kam der Pilz jetzt her? Ha. Na. Uiuiui. Stimmt, Sternchensuppe ist Buchstabensuppe und ohne Buchstaben, das stimmt. Die hatte ich dann auch einen Tag danach noch. Sternchensuppe war auch toll. Aber Buchstabensuppe ist, glaube ich, eher mein Favorit. Also mein Lieblingsstream war damals, als Krutz... als Krutz ausgewertet hat, welche Suppe die beste ist. Ja, am besten ist Omas Graupensuppe, das stimmt, ja. Ich schuldet die mir immer noch. Mach noch den dämlichen Gong dazu, damit es so wirkt, als hätte irgendwer was gefunden, was du absichtlich versteckt hast, damit es jemand findet, du Honk. Hat einen Sack, ehrlich, ey. Ich meine, ich nehme die Blume, Gottverdammt nochmal, aber... Tu nicht so, als wäre das jetzt Game Design technisch auf allerhöchstem Niveau. Wobei, bisher bin ich auch noch nicht auf allerhöchstem Niveau unterwegs, von daher, über was beschwere ich mich überhaupt? Ja, toll, ey. Oh. Meinst du, wir haben genug Gegner auf dem Screen? Ich würde vielleicht nochmal nachgucken. Vielleicht kann man noch irgendwie eine Schildkröte oder einen Fisch dazulegen. Brauchen wir Pilz. Huiuiui. Boah, wir haben einmal, Linsensuppe haben wir noch nie versucht selbst zu machen. Wir haben nur einmal versucht, normale Erbsensuppe selbst zu machen. Und die ist mehr oder weniger schief gegangen. Seitdem haben wir, also zumindest machen wir, oder haben wir seitdem keine Eintopfe mehr gemacht mit Früchten, nenne ich sie mal, die man vorher einweichen muss. Weil die waren einfach zu hart. Die haben wir nicht weich genug bekommen. Weiße Bohnen aus dem Glas hingegen zum Beispiel, da kriege ich hin. Ach, hier ist natürlich das Levelende. Krutzrage. So. Danke euch. Na guck, ich weiß gar nicht, welche Level war das jetzt? 10 oder so? Ich habe überhaupt keinen Überblick. Ich spiele einfach. Selbstgemachter Humus. Hm. Vielleicht schmeckt er besser als die Plorre, die ich bisher gegessen habe. Euer Kabelsalat ist der größte Salat auf Erden, das stimmt, ja.
Also auch flächenmäßig. Es ist exakt dasselbe Level, nur beschissener. Was ist das denn? Warum? Ich sowieso, irgendwo ist ein Stern versteckt. Als hätte diese Person das hier alles so gespielt. Ernsthaft. Im Leben nicht. Irgendwo ist hier 100 Pro ein Stern versteckt. Ich wette. Für den Kack hat doch keiner Geduld. Kein normaler Mensch. Kartoffelsuppe? Kartoffelsuppe hatte ich bisher nur aus der Dose. Die war nicht ganz so der Renner, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die selbstgemacht sehr gut schmeckt. Wir haben mal versucht, eine selbst zu machen. Das ist ja Ewigkeiten her. Da war dann auch noch Weißkohl drin. Nicht Weißkohl, sondern Chinakohl drin. Die war eigentlich ziemlich cool. Bei uns war sie nicht püriert. Die Frage war jetzt nicht an mich gerichtet, aber ich antworte trotzdem mal. Solche Cremesuppen sind aber gar nicht so meins. Muss schon. In der Suppe muss dann zumindest irgendwas drin sein, worauf ich beißen kann, für mich persönlich. Wahrscheinlich wieder Trolltür. Schabington, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ja, ausnahmsweise, weil die Osterwoche ansonsten so zerstückelt ist und wir. Das nächste oder übernächste Woche können wir auch nur dreimal streamen, deswegen machen wir diese Woche lieber einmal mehr. Chris, hey, grüß dich, schönen guten Abend.